So, grüß euch und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Contraband Police. Mit mir, dem Fuchsel und dem grauen Auto hier, welches einem Schmuggler gehören könnte. Was wir gleich mal überprüfen werden. Scholek, sagt er. Keine Schlange. Er ist auf jeden Fall jünger als 30, das ist ja jetzt neu. Wir dürfen ja keinen reinlassen, der unter 30 ist. Jemeljan Alexandrowitsch. Jemeljan Alexandrowitsch. Jemeljan Alexandrowitsch. Das passt, er hat ein Varilo 4x4, das passt auch. E3F0, Y5, Y, das passt auch. Die sind alle gültig. Kennzeichen ist. Kennzeichen. Gewicht ist in Ordnung. Kennzeichen können wir auch so prüfen schnell. Passt auch. Hat er Schäden? Er hat. Keine sichtbaren Schäden. So ich es beurteilen kann. Ja, okay. Können ja noch prüfen, aber ich glaube, seine Dokumente sind soweit in Ordnung. Er darf wahrscheinlich nur nicht rein wegen. Ich habe nichts zu tauschen. Darf nur nichts rein wegen. Nein! Scheiße, wer von dem warst du? Hast es. Ach, Mann! Ich habe mich verklickt. Wir wollten. Ups. Okay, 350 weniger. Ich weiß nicht, haben wir ihn danach freigelassen? Weiß ich nicht, hätte ich das Auto dann stehen lassen sollen oder wie oder was oder wo? So, bleib du diesmal lieber sitzen. So, United Rally. Ah, okay, vielleicht darfst du doch aussteigen. Bei United Rally, da sind die ja auch hier. Aha, was haben wir denn da? Oh nein. Oh doch, sage ich dazu nur. So. Habe ich einen falschen heute verhaftet und einen richtigen. So. So, gibt's hier noch irgendwas? Da muss doch noch mehr sein. Ich spür's doch, ich riech's doch. Da ist was. Und da ist was. Und da ist was. So, eine kleine Schlange. Da ist noch eine. So, dann gucken wir hier mal. Hier ist nichts, hier ist nichts. Nein, nein. Nee. Schade, die Koffer ist nichts reingetan. Geh mal raus, das war alles. Oder Shidu, keine Ahnung. Keine Ahnung, was sie tut. Jawohl. So, das war der United Rally. Frachtbrief gefälscht, grau, fehlender Spiegel, 38. Mit den 4-2 fehlende Spiegel. Das Kennzeichen, warte mal, 43 Jo. 47 Jo, ja. Steig mal kurz aus hier. Jetzt kommen die Schmuggler hier am Fließband.
Warum nicht? Gerechtfertigte Verhaftung. Warum macht er eigentlich jedes Mal hier Nöpfe? Leckere Falschgeld hier. Bring's mal schnell zum Auto hin. Okay, passt auch nicht mehr viel rein. Da müssen wir mal einen LKW kommen lassen. So. Sehen tue ich hier nichts. Himmel gibt es auch nichts. Hier ist auch nichts. Unterm Fahrersitz, hinterm Fahrersitz ist auch nichts. Der Reifen ist in Ordnung. Stoßstange ist in Ordnung. Guck hier nochmal rein. Da ist auch alles in Ordnung. Ordentlich Zement. Okay. Stoßstange haben wir sonst nichts und hier hinten ist auch nichts. Im Tank ist auch nichts. Warte, auf der anderen Seite nicht auch noch einen Tank gehabt? Ja, wir haben auch nichts drauf. Gut. Hier ist nichts, hier ist nichts. Okay, in diesen Sachen. Ah, doch, hier. Okay, das könnte alles gewesen sein. Dann räum mal hier auf. Oh, schon Feierabend. Okay, dann würde ich jetzt mal ganz schnell einen LKW rufen lassen. So. Mensch, geh mal aus dem Weg. Uhr. So, dann liefern wir erstmal alles ab. Hier, Schmuggelware. 88. Ah, verstehe. Ich verstehe. Nimmt nur das, was ich im Inventar habe, nimmt da raus. So, dann nochmal das Ganze. Was weißt du? Ja, sieht schon besser aus. Okay, 11 Stück müssen sie noch haben. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hier, guck mal. 7. Ich hab mal noch mehr. Kein Platz. Achso. Ja, okay. Dann lassen wir den Rest einfach da. So, 1, 2, 3, 4. Wie sieht es mit meinem Werkzeug aus? Das Messer ist kurz vorm Absterben. Die Brechstange auch. Die Achse ist in Ordnung. Habe ich noch ein Messer bei? Ansonsten hole ich mir noch Flat schnell her. Messer habe ich keins. Ja, komm, hol mal Flat noch schnell her. Was soll der Geiz? Kannst jetzt nicht bestellen. Warum nicht? Geht nur einer pro Tag von den beiden. Na gut, was soll's, dann gehe ich halt gleich ins Bettchen. So, geh ins Bettchen, magst mitkommen? Kowalski. Das Wesen ist schön warm. Dann gucken wir uns das Spiel an.
Kowalski wird sich bestimmt auch freuen, wenn er ein vernünftiges Bett kriegt. Immerhin sitzt er hier die ganze Zeit nur in seiner Hütte drin. Kommandeur, danke, dass du dich entschieden hast, mich einzulassen. Meine Frau wurde mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht, aber sie lebt. Die Ärzte sagen, sie hätte großes Glück. Dank dir könnte ich in diesem schwierigen Moment an ihrer Seite sein. Beim nächsten Gelegenheit werde ich meine Freunde im Ministerium an deine Beförderung erinnern. Freundin grüßen, Andrei Wysocki. Ich glaube, noch höher kann ich ja nicht befördert werden. So, Auto brauche ich noch. So. Ja, passt. Gut, dann fangen wir wieder an. So, das Kennzeichen ist weg. Wir haben jetzt das Alter des Fahrers 38, falscher Frachtbrief, Fahrzeug grau und ein fehlender Spiegel. Spiegel sind alle vorhanden, Fahrzeug ist nicht grau. Atmatur. Aja madro ażne dokumenty, lecz to turo ać partia. Eto arodni danieza ać was churka robotsej. Okay, Reisepass. Da kein Frachtbrief dabei. Ist er 38? Plus 30 müssten 60 sein. Das müssen. Nee, das ist keine 38, der ist älter. Zion Alexandrovic. Zion Alexandrovic. Zion Alexandrovic. Der hat einen Zabet, das stimmt. L42Y585S, das passt auch alles. Gewicht sagt, ist in Ordnung. August, Oktober, das passt auch alles. Kennzeichen. F, das passt auch. Oder Schäden. Schäden hat er auch keine. Das mal ins Datum tatsächlich. Ne, 44, das passt schon. Karistan, normalerweise farblich sieht es genauso aus, wie es passen soll. Ist der Reisepass ein bisschen dunkler? Nee. Ich sehe keinen Grund, warum ich ihn nicht durchlassen sollte. Und Foto sieht auch passend aus. Ja, wo fährt er denn hin? So. Das hat er davon, dass er mich so schätzen tut. So hetzen tut. So, wir haben hier ein graues. Ja, oh, Hallöchen. Guck mal, steig mal kurz aus. Du bist verhaftet, mein Freund. Sorry. Sorry, sagt er dazu. So. Erstmal laden wir hier alles aus. Was hat denn der Junge alles dabei? Drogen. Jute Koks. Hier ist nochmal ein bisschen was. Sonst ist hier hinten, das ist kein Drogenpaket. Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Es fliegt mir hier gleich entgegen. Okay, jetzt ist das Messer kaputt. Kann ich es mit der Axt noch kaputt hauen? Nee. Gut, dann müssen wir schnell einen Vladi anrufen. Ist die Kiste hier immer, wo ich drüber springe? Ruf Nachschub. Ruf Nachschub. Nachschub!
So, Vladi. Ich hätte gern ein Messer, ein richtig gutes. Ich glaube, einen Eisbär habe ich ja noch, oder? Ich nehme mir nochmal eine Brechstange dazu. Und ja, kommt immer noch einen dazu. Ich nehme auch nochmal Granaten dazu, dann probiere ich es nochmal mit den drei Leuten killen. Ich nehme zwei von denen hier. Alle guten Dinge sind 5 Granaten, 5 Versuche. So. Wenn ich hier hinten schon mal vorbeirenne, dann kann ich ja schon mal Drogenpakete hier abliefern. Okay. Da steht hier immer im Weg, der Junge. Ach, hätten sogar noch eine Brechstange da gehabt. Aber wir hatten keinen zweiten Eispickel mehr. Na. So. Zweite Runde. Es schneit. So, hier hinten liegt sonst nichts mehr rum. Handschuhfach komme ich nicht rein. Darunter klebt nichts. Unterm Sitz sehe ich auch nichts. Hier unterm Sitz sehe ich auch nichts. Kein Vogel. Keine Schlange. Im Motorraum sehe ich auch nichts. Zement. Aha. Dachte gerade, es wären Unterhosen. So, bring das mal weg, den Müll. Gut, es war Farbe Grau. Nee, war nicht. Das war der falsche Frachtbrief. Okay. Wer fehlt dann noch? Kennzeichen? Nee. Alter 38, ein fehlender Spiegel. Grau ist er nicht. 38 und 38 wären 76. Er hat zwei Toiletten dabei. Das stimmt, das kann ich bestätigen. Lev Kozlom. Und da ist der Kozlov. So. Ulatz 1457. Ist der Pass richtig? Der Stempel? Warte mal. Karistan. Ja doch, das gibt es im Viereckigen. Ist gültig, ist gültig. Er darf nicht rein, auf jeden Fall. Er fährt keinen Grazduck. Grazduck. Hier, Typ. Mhm. Gewicht. Hat er überschritten. Nein, falsches Ding. Hier so. Gewicht ist hier. Baskenmütze und kein Bart. Scheinwerfer vorne ist kaputt und die Stoßstange fehlt. Scheinwerfer vorne und Ding hier. Da hinten fehlt die Stoßstange. ZWG 0221. Ja, ist auch schon falsch. Kennzeichennummer. Und hier ist sonst auch nichts mehr. Nicht das. Okay, nächster. Okay, irgendwo war noch ein Fehler drin. Dokumenten in der Grundreise passen. Ja, okay. Republik Kakakstam. Arvin Hadja. Der ist 25. Der darf rein, weil der gehört ja nicht zu Akaristan. Arvin hat ja. Passt.
2133, 60P6 passt auch alles. Er fährt Mikros, das stimmt. Die Daten sind nicht abgelaufen bis jetzt. Er hat dreimal Gepäck, einmal Seife, das stimmt. Gewicht ist in 77. In Ordnung. HWQJ 9634 Mu. Das stimmt auch alles. Schäden sehe ich jetzt keine. Hier sehe ich auch nichts. Auch nichts. Und auch nichts. Kann sonst irgendwie was anrichten. Republik Kagakstan. Das passt soweit. Aha. Da wurde ja gleich schon Dokumenthintergrund. Passt nicht. Ja, sorry. Muss also irgendwas nicht passt. Und tschüss. Nee, tap. Nächste bitte. Fahrzeug ist nicht grau. Ihm fehlen zwei Spiegel. Oh, da war noch mehr falsch. Das Foto war falsch und der Frachtbriefname war falsch. Okay. Rado. Sem budu, eto pariatko. Anton, der ist zu jung auf jeden Fall. Anton. Omitenko, das passt. 77, 79, 2 LCM, das passt auch. Die sind noch gültig. Er fährt ein Astra V, das stimmt auch. 2890. Stimmt auch. Kennzeichen. UKG 4410 Su. Schauen wir mal, es erwischen. Madre Ilio Astaroi. Ja, doch, ob lieber Nummer sicher. Ada. Okay, räumen mal wieder alles ein. Zwei für den Spiegel grau. Haare ist 38, aber der ist keine 38. So, Kornsack 2, stimmt. Apfelkisten 3, stimmt. Weinfass 3, stimmt. Düngemittel 9, stimmt auch. Okay, dann würde ich sagen, ist soweit alles fertig. Darf ich nicht rein, weil es jung ist. Ach ja, Schäden muss ich noch machen. Zwei fehlende Spiegel. Scheinwerfer sind alles in Ordnung. Reifen sind nicht platt. Reifen sind nicht platt. Ein Fenster ist kaputt. Zwei Fenster sind kaputt. Das Innere sieht in Ordnung aus. Ja. Oh nein, nicht kaputt. Das war's für den heutigen Arbeitstag. Tschüss. Schade, dass es nicht noch einen Winky-Mode gibt. So, und gehen wir mal wieder schlafen. So, Tag 28 hier erledigt. Wieder Nacht.
Kann ich doch von da oben aus. Ich überlege gerade, wo ich die drei... Mal ganz kurz die Seiten und gehe wieder zu meinem Haus hin. Die sitzen halt nicht mehr so zwei nebeneinander. Da wäre es besser, wenn wieder so eine Mission kommt, dass ich in so ein Gebäude dann reinwerf. Mission. Oh Mann. Okay. Das kostet mich so. Wieder nehmen. Einer. So ist ein Treffer. Zwei. Drei. Oh nö. Au. Okay, es waren keine drei Leute offenbar. Oh doch, waren. Ah ne, ich muss nur zwei machen. Zwei Gegner mit einer Granate töten. Okay, das ist auch schon mal erledigt. Sauber, wenn ich das schon mal hier nochmal die Gelegenheit dazu bekomme, das Spiel zu spielen. Okay, Sachinovi wurde schwer ver... Ach Scheiße, wo kommen die denn her? Aua. Okay, noch zwei sind irgendwo oben in der Anhöhe da. Jawohl, genau in die Schulter rein. Puh. Okay. Okay, Novik wurde verletzt, aber der ist wieder in Ordnung soweit. Gut. Dann hat man den Tag auch schon geschafft. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Contraband Police wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschalten würdet.
Also bis dann. Tschüss.